Ja, also die Chancen für die Förder waren eigentlich sehr, sehr hoch und naja, Duisburg hat sehr, sehr viel gefoult. Ja, im Großen und Ganzen kann man schon lassen, ja, ich denke schon, ja. War gut für die Förder. Gut. 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 Cool. Also ich fand's sehr schön, nur die Duisburger haben irgendwie viel zu viel gefoult. Ich hätte locker 5 rote Karten gegeben. Super. Gut. Sehr gut. Also ich fand's sehr, sehr anwechslungsreich, also ein paar spannende und sehr, sehr, wie nennt man das? Also spannend halt, ja. Sehr gut. Ja, war gut. Was war der beste Spiel so? Das auf dem Ocean und dann Pfosten und dann Tor. War cool vom Nöde. Tja, was war der beste Spielzug? Ja. Es waren mehrere gute Spielzüge von den Förder. Das Tor. Das Tor. Das Tor zum 2-2. 2-1. Das Tor. Sag das Tor. Das Tor. 1-0. Ich finde da, wo also alle versucht haben, das Tor zu treffen und dann am Ende dann richtig voll durchgezogen wurde und das war dann Treffer. Hat mich sehr gefreut. Zum 1-0, ne? Weil das war so ein kurioses, tolles Tor. Das 2-0. Und wer ist der Lieblingsspieler? Der Ocean. Felix Klaus. Ja. Ja. Sergio auch. Meiner auch Sergian. Schreck. Max Grün. Auch Max Grün. Felix Klaus. Nöte. Ja, der Sergian Sarara. Meiner zumindest. Oliver Ocean. Bei mir. Oh.